Ja, und apropos ein Instrument in die Hand nehmen, ohne zu wissen, was hinten rauskommt. Genau das, sagt dieser Mann, war jahrelang das Geheimnis der Kellys. Das ist natürlich ein bisschen kokett, aber ein bisschen stimmt es auch wahrscheinlich. Denn auch der folgende Satz ist von diesem Mann überliefert. Lasst mich einfach Marathon laufen, sonst komme ich am Ende noch auf die Idee zu singen. Und genau diese Idee hatten sie jetzt wieder, mal wieder zu singen. Haben gleich dreimal, das ist unfassbar, hintereinander die Dortmunder Westfalen Halle ausverkauft. Beim ersten Mal, hier sehen wir ein paar Bilder davon, in genau 50 Minuten und stehen wieder auf der Bühne, so wie damals in dieser wahnsinnigen Zeit, über die er hier mal sehr eindrucksvoll erzählt hat. Es war die Zeit, als er noch sehr, sehr jung war und die reale Gefahr bestand, irgendwann mal von einer tiefliegenden Zahnspange getroffen zu werden. Damals verdienten sie Millionen und sie verloren auch Millionen. Wie geht's Ihnen heute und wie ist es heute, wieder auf dieser Bühne zu stehen? Herzlich willkommen, Joey und Angelo Kelly. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herrlich. Verlottert, kommen wir zu Verlottert. Hier sind die Kellys. Herzlich willkommen. Nein, 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 nein. War nur Spaß. Oh Mann. Ich habe mich die ganze für Zeit schlechten gefragt, Chef. Wie kommt er dann da rein? Aber der Fischer war schon sympathisch, als er Marathon gelaufen hat, oder? Ja, absolut. Ja. Da war er volksnah. Da ist er in Berlin, hat er mich sogar überholt. Wer? Fischer. Der Joschka Fischer. Ja, der ist, haben dich überholt? Ja, weil er stand auch in der Presse. Ich ganz so groß viele Autogramme drauf. Joschka Fischer überholt Joey Kelly. Der war zwar hinter mir, aber der ist hinter mir gestartet wegen der Zeitverzögerung. War das Hase und Igel oder was? Nein, weil ich hatte da wirklich, drei Termine schneller für die ARD. Da muss ich jedes Mal bei Kilometer 14, 18, anhalten. 28 anhalten, drei Minuten warten, bis es schalte. Und dann stand in der Presse, Fischer überholt. Aber 3,30 für einen Politiker ist eine super Zeit. 3 Stunden 30. Genau. 3 Stunden 30. Nee, der hat eine 3,30 glatt. 3,42. Ihr könnt das ja nach der Sendung noch mal in Ruhe. Und ein paar Laufschuhe. Wir rufen mal kurz Joschka an und fragen. Wir rufen Joschka Fischer an und fragen ihn nach seiner Laufzeit damals, wie das war. 3,42, du sagst 3,30, Joey. Ich glaube schon in Hamburg. Faktencheck, hier. Faktencheck kommt. So, ja. Lass uns jetzt reden über die Kelly Family. Okay. Ja, finde ich schön. Die Kelly Family ist zurück und ich gratuliere sehr herzlich. Was für ein Wahnsinnserfolg. Wirklich irre. Das Interessante ist, dass Joey Kelly selber mit dem Satz zu zitieren ist, ich bin selber überhaupt kein Kelly-Fan. Ist so. Ja, was heißt das? Was heißt das? Ja, das heißt, es ist, also ich höre anderes Musik. Ne? Es ist aber trotzdem lustig auf der Bühne. Also wirklich, das war Wahnsinn, also wirklich. Es war besser, als ich dachte. Also, du fandest euch besser, als du dachtest. Nein, ja, auf der Bühne jetzt vor ein paar Tagen, als okay, spielen zu dürfen, dachte ich einfach, das ist irre. Ich habe es zum ersten Mal wahrscheinlich genossen. Früher war es nicht eine Qual und ein Zwang, aber es war, man ist ja reingeboren. Und auf einmal mache ich das fast freiwillig. Ja. Was? Wird auch gut bezahlt. Ja, ich wollte gerade sagen. Die besteht aber ich krieg mehr als du, Joey. Nein. Besteht die Freiwilligkeit darin, dass man mit Geld sozusagen gezwungen oder überredet worden ist, das zu machen? Oder warum hast du es dann? Ich habe das gemacht, weil ich einfach gerne mit meinen Geschwistern auf der Bühne bin. Ja, und die Liebe zur Musik. Oh. Musik nicht, ich kann überhaupt nicht spielen. Doch. Nein. Das stimmt nicht, Joy. Das stimmt nicht. Ich habe hab mich gefreut mit meinem Bruder Johnny, den ich wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Es war absolut schön. Ich meine, jeder geht seinen Weg. Er wohnt halt in Spanien, ich wohne in Deutschland. Ich habe ja ein paar Kleinigkeiten, die ich mache und so. Und es war gut. Und es auf einmal auf der Bühne so. Und Angelo hat die komplette Geschichte zusammen gestemmt. Angelo und hat das eingetütet, Angelo, ne, genau, dieses Comeback. Also vor eineinhalb Jahren hat das Ganze angefangen, August vor eineinhalb Jahren. Und er hat es geschafft, irgendwie das, was eigentlich unmöglich war. Das weißt du selber, Markus. Ja, habe ich dir genug erzählt, ne? Und der hat das doch irgendwie so zusammengeschafft, dass die Kellys zusammengekommen sind. Und dann gehst du auf der Bühne und dann dieses Moment, so 5 Minuten vor der Bühne, und dann gehst du auf der Westfalenhalle, da stehen da 10.000 Menschen und du denkst immer, im falschen Film. Und der Einzige, der wirklich nervös war, war ich, weil ich spiele gar nicht. Ich tue nur so. Ne? Ist das wahr?
Nein. Und ich singe auch er nicht. Spielt, ne? Joy hat es wirklich in der Kürze der Zeit geschafft, weil er hat die letzten 10, 15 Jahre keine Musik gemacht. Er hat es wirklich geschafft, sein Rost noch abzukriegen. Er hat nicht nur toll gesungen, performt, sondern er hat auch teilweise Gitarrensolo gespielt und viel besser, als ich erwartet hatte. Ich hab extra noch eine richtig gute Band dabei gehabt, so dass der eine oder andere, der vielleicht nicht spielt, zumindest gut singt. Und ich dachte bei Joey, vielleicht ist es eher das Singen. Aber er hat auch gut gespielt. Das ist verrückt. Wahnsinn. Ich habe den Anschein versprochen, dass ich jetzt nach der Westfalenhalle anfangen so übe. Nach der Westfalenhalle. Für die Tour, weißt du? Für die Tour mit dem Meer spielen. Pass auf, wir hören uns jetzt mal einfach an, wie du performt hast da auf der Bühne. Wir haben bitte nicht, Markus. Nein. Pass auf, erst 1994. Oh Gott. Wir achten alle gemeinsam auch auf die Frisur und dann springen wir direkt ins Hier und Jetzt. Bitte okay, schön. Sehr gut. You gotta have a Porsche, you gotta have a Waddle, you gotta be a California tree man. La la la, la la la. I'm knocking on your door, my knees are on the floor. I get you on the phone and you say no. La la la, la la la. Tell me why, tell me why, tell me why. Nein, also von mir nicht. Ich habe den Angelo, weil Angelo ist der musikalische Leiter. Ich habe gesagt, Angelo, bitte so wenig Songs wie möglich. Am liebsten keine, wirklich, weil die anderen können es besser. Ja bitte, das war doch super. Ach, Müll ist das. Ciao. Müll. Von Rammstein habt ihr noch aufgebraucht, so, ne? Was Rammstein die noch überhatten. Ja, ja, genau. Rammstein für Arme, sagst du? Ja, die Pyrotechnik, das war so. Joey, du machst nicht immer viel zu kleine Musik. Ja, was hörst du denn? Was hörst du denn selber so? Was hörst du denn privat? Alles Mögliche. Rock, Hard Rock, so, ne? So, die harten Sachen. Ja. Ich fand das wirklich gut. Wirklich Kompliment. Markus, hätte ich dir nicht zugetraut. Ja, in Hamburg. Ja. Und du kommst. Ja, an dem Abend bin ich gerade weg. Nein, du kommst. Und du spielst Keyboards. Gerne. Gerne. Auf das der Bühne. Ich. Aber und das Gute ist, ich habe eine gute Band. Das heißt, wenn du nicht gut spielst, so wie ich, kriegen wir nicht mit. Vollplayback. Einfach abgesteckt. Genau. Nee, aber du kannst wirklich spielen, Markus. Du spielst auf der Bühne meine Songs, sonst singe ich nicht. Zweitens. Ich spiele mit dir. Ja, genau. Das mache ich. Ja, genau. Das ist ein Wort. Ja? Und dann. Das ist ein Wort. Das mache ich. Okay. Und Hajo und Markus, wir spielen auch in Berlin. Nach dem Konzert gehen wir eine Runde laufen. Auch hier in Hamburg. Mein Sohn spielt Schlagzeug. Was? Mein Sohn spielt Schlagzeug. Ist auch aber eine da Idee. Habt ihr schon Angelo reden. Ja, ja. Schlagzeug? Ja. Aber ich bin nach der Westfalenhalle laufen gegangen, weil ich früher immer nach den Konzerten laufen gegangen bin. Ja. Ich habe nur einen Fehler gemacht, habe bei Facebook halt gepostet, dass ich dann halt nach dem Konzert laufen gehe. Da standen 1500 Leute. Nein. Ja. Am nächsten Abend habe ich keinen Post gemacht, standen trotzdem 1000 Leute. 100 Leute. Wir sind zusammengelaufen. Okay. Aber an euch beide die Frage, auch an Angelo vor allen Dingen. Wie erlebt ihr das heute? Genießt man das mehr? Weil, total. Ja, weil es früher tatsächlich eher dieses Zwanghafte war, was man auch zu machen hatte, weil es einfach dieses Millionen-Imperium Kelly-Family also war? Also für mich hat sich das nie nach Zwang sich angefühlt. Aber ich glaube, da ist natürlich... Jedes Kelly hat einen anderen Blickwinkel, das ist okay. Mhm. Aber heute ist es natürlich nicht reingewachsen, sondern heute kommen wir zusammen und wollen das gemeinsam erleben. Der eine vielleicht will es mehr wegen der Musik, der andere wegen das Zusammensein. Vielleicht spielt Geld natürlich auch eine Rolle. Aber all diese Aspekte und dann das Publikum, das ist Wahnsinn. Wir sind alle erwachsen, wir nehmen das richtig wahr. Beim Stichwort Geld hat Joey kurz gelacht, habe ich gerade gesehen. Wir müssen auch unsere Familien ernähren. Ja, ich habe 5 Kinder, hallo? Ihr seid eine wahnsinnig fruchtbare Familie, ne? Bei mir ja. Ja, ne? Joey hat 4 Kinder. Aber er hat überholt und er hat noch Luft nach oben. Nein. Weil er noch jung ist. Joey, ja. Als ich ihm gesagt habe, wir bekommen noch ein Kind, er so, wir auch.
so, Mist, Angelo, du hast mich schon wieder überholt. Er war richtig sauer. Ja. Nein, aber das zeichnet euch ja auch aus. Genau diese Liebe zu Familie und Kindern und so weiter. Das hat mich immer unheimlich beeindruckt und ehrlich gesagt auch berührt. Und ich weiß auch, wie wichtig euch das allen ist. Und wenn man sich mal anschaut, wie das alles so begonnen hat. Wir haben großartiges Material gefunden, wo man sieht, wie der sehr, sehr junge Joey Kelly von Schwester Kathy dazu, sagen wir mal, überredet wird, zu singen. In einem Studio. Bitteschön. Just do it. La, li, la, la. What's that mean? The la, li, la, la is a note. So I'd sing that. La, li, la, la. Oh, so pretty in the sky. So pretty in the sky. A little bit better, but you have to go higher. Higher than that. La, li, la, la. I cannot. Yes, you can. I cannot. Kathi hat Joey beigebracht, dass es No Limits gibt. Das stimmt. Kathi war streng. Ja. Ich hatte keine Angst vor meinem Vater, meiner Mutter, von Kathi. Ältere die Schwester. Hat immer geschlagen. Wirklich, das war schlimm. Geschlagen? Ja, so Feigen und so. Das ist alles wirklich. Also, Kathi war die schlimmste Lehrerin der Welt. Ja, wirklich. Angelo, wie ist das? Du bist ja mit deinen Kindern. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Du hast etwas gemacht, die seit Jahren lang. Ich mache dieses Fehler immer wieder, dass ich mit Joey in eine Talkshow gehe. Ja. Es ist okay, Markus, Entschuldigung. Egal. Weiter, ja. Ja. Ihr seid in einem Wohnwagen, seid ihr wie lange um die Welt gereist? Wir haben da ein paar Bilder davon. Fachgemäß müsste man sagen Wohnmobil. Wohnmobil, Entschuldigung. Ich sage auch gerne Schubkarre. Wir sind 3 Jahre sind wir damit gereist und das war auch unser Zuhause. Wahnsinn. Wir haben keine festes Wohnsitz gehabt und das war zwischen 2010 und 2013. Was für ein schönes, freies Leben, oder? Unfassbar, ja. Ja. Es war sehr alles klein gehalten, ein alter Bus. Wir haben Homeschooling gemacht und ich habe dann immer so 1-2 Tage der Woche auf der Straße gespielt. Da sehen wir das, ne? Schau genau. Du spielst ja auf der Straße und dann passiert etwas sehr Lustiges. Pass okay. auf. Du spielst und plötzlich... Ach stimmt, ja genau. Ja, ja, manchmal auf der Straße ist die Konkurrenz einfach zu krass. Das sind die Blasinstrumente. Genau, hier. Ne? Die verfolgen mich. Sarah sagt, die Blasinstrumente. Ja, so ab und zu mal an einem Sonntag habe ich auch mit den Kids mal kurz was gemacht. Und mit dem Bissen, was dann mit dir zusammen gemacht, also verdient haben, haben wir dann Süßigkeiten oder irgendwie Eis ja. oder so. Ne? Dann aber konnten die auch ein bisschen war das, Angelo, auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit tatsächlich? Für mich ja. Es war eine Lebensentscheidung. Davor hatte ich noch Touren gemacht und das lief so mal besser, mal schlechter. Aber ich hatte wenig Zeit mit der Familie. Und für uns war die Überlegung einfach, wir lassen alles hinter uns, keine Verpflichtungen, machen alles reduziert, reisen viel, sehen viel, zeigen die Kinder auch ein bisschen die Welt. Das, was ich so erleben durfte als Kind auch. Und das Straßenspielen, du verdienst nicht viel im Ausland, einfach ja. akustisch. Aber es hat gereicht und ich habe sehr viel Zeit mit den Kindern und die Familie gehabt. Der Erfolg jetzt ist toll, aber ich habe momentan wenig Zeit mit den Kindern. Das ist auch eine Aufopferung, auf jeden Fall. Jimmy hat das erzählt, der war in der vergangenen Woche hier und sagte, dass das schwer ist, wenn du wirklich dann auf der Straße bist und die Leute natürlich nicht automatisch stehen bleiben und es großartig finden, nur weil du ein Kelly bist. Aber du musst diese Kohle verdienen, weil du brauchst das Geld. Gut, ich habe im Ausland gespielt, extra da, wo man mich nicht erkennt, vom Gesicht her. Und das war noch mal krasser, würde ich sagen. Manchmal stand da wirklich lange keiner, weil wenig unterwegs war oder es geregnet hat. Aber es ist total eine tolle Erfahrung, wenn die Leute stehen, wenn die berührt sind, wenn die sagen, brauchst du irgendwie einen Schlafplatz oder bring dir Essen? Oder okay. Das sind so die Momente zwischen denen, die wirklich einen sehr berühren. Ja, da bist du berührt. Aber wie berührt bist du denn und angefasst, wenn du merkst, in dieser Kasse ist einfach nichts mehr drin? Ja, es gab in den 3 Jahren auch das eine andere Moment, wo es super knapp war. Ich hatte mich zum Beispiel verletzt am Finger, konnte 3 Wochen keine Gitarre spielen. Und irgendwann hatten wir nur noch 50 Euro. Und du hast Familie mit Kindern und die wollen essen. Und du guckst dann schon, was haben wir noch für Nudeln übrig.
Diese Momente sind aber für mich sehr, sehr wichtig im Nachhinein, weil ich habe alles erlebt dann in meinem Leben. Und das hält mich dann auf dem Boden und dankbar auch jetzt für das Ganze, was seit ein paar Jahren sehr erfolgreich bei mir läuft und dann auch mit der Kelly Family. Da weiß ich, dass ich das nicht verschwende, sondern ein Haus kaufe, Sicherheit und einfach mehr zu schätzen wissen. Wir haben neulich darüber gesprochen. Jimmy sagte, wo dieses wahnsinnige Geld, das wir damals verdient haben, ihr habt ja unglaublich viel Geld verdient, also Umsätze wurden da gemacht, vielleicht muss man es so sagen, wo das eigentlich alles so geblieben ist, wissen wir gar nicht so richtig. Wir auch nicht. Okay. Nein, ich glaube, in den 90ern... Du weißt es? Ja. Bei mir auf dem Konto. Ja. Da ist eine lange Geschichte, aber die ist interessant. Es gab früher ein anderes System. Ich finde es auch gut im Leben, dass man halt fällt. Ja. Dass man fällt? Ja, weil das halt, wenn man im Tal ist, muss man halt kämpfen, wieder hochzukommen. Mhm. Ja. Niederlagen sind im Leben halt, sage ich mal, Chancen, einfach weitere Ziele. Man muss einfach nur einmal mehr aufstehen, als man fällt. Ja. Deswegen, der Johnny hat es auf den Punkt gesetzt. Wir waren 1979 bis 81 sehr erfolgreich. Dann waren wir finanziell 14 Jahre pleite. Dann kam 94 der kommerzielle Durchbruch. Maximum 20 Millionen Platten verkauft. 20 Millionen Platten verkauft. Maximum Erfolg. Bis 2002, mein Vater ist gestorben. Dann ist jeder seinen Weg gegangen, 14 Jahre später. Und dann waren wir halt quasi jeder seinen Weg gegangen. Jeder unterschiedlich, jeder entscheidet für sich, was er macht. Und dann trifft man sich dann halt so 12, 14 Jahre später. Jetzt knallt es wieder, dass man halt in ein Leben dreimal dieses Circle erleben kann. Wirklich rauf und runter. Ist abgedreht. Und ey, Markus, ohne Quatsch, ich erzähle nicht mal Scheiße über die Familie. Ich weiß, ich gebe zu, ich nehme alles zurück. Aber auf der Bühne mit der Familie war das Wahnsinn, es war eine Einheit. Wir waren auf der Bühne und jetzt kommt das eine knallt nach dem anderen und das läuft, weil die Familie halt leidet und kämpft. Und das ist der Erfolg der Kelly Family, weil wir halt eine Einheit sind. Und ich glaube, dass das auch gebraucht hat, dass wir runterkommen, dass es wieder hochkommt. Und das ist das, was uns vielleicht auch zusammenbindet. Mhm. Aber wenn man dann da oben steht, schaut man dann auf dieses Publikum, das ja auch mit einem größer und erwachsener geworden ist. Markus, das glaubst du nicht. Das Publikum, der in der Westfalenhalle war, ich tippe mal so mindestens 30-40%, ist ein neues Publikum. Erstens, die früher vielleicht die Fans, die heute Familie haben. Ja. Also das heißt, du hast viele 15, 20, 25-Jährigen, die Kinder von den ehemaligen vielleicht Kelly-Fans, dann Partner natürlich auch von Fans. Das heißt, du hast auf einmal ein komplett neues Publikum und du denkst, unvorstellbar. Wahnsinn, die sind alle noch da irgendwie. Es war schön. Deswegen nochmal danke für das Kommen. Und ich persönlich auch, wenn ich der Letzte bin in der Reihe, freue mich auf die Tour. Ja, weil du gerade sagst, es nimmt dir keiner mehr ab. Diese Masche, die ist jetzt durch. Die ist durch, ja. Die ist durch jetzt. Absolut. Ich meine, weil du gerade sagst, der Letzte in der Reihe. Du warst immer mit Paddy gemeinsam, glaube ich. Vorne, ich war in der Bravo der Letzte. Ist so. Ja, und haben wir auch alle schon tausendmal gehört. Ich bin heute der Markus Lanz. Siehst du? Hab's geschafft. Warst du der Letzte? Genau, es gab eine Umfrage. Traumatisch, traumatisch. Ferdinand, erst und zweite, ich unter 2%, muss ich dir vorstellen. Aber du nicht, wir waren am Südpol. Und ich bin heute hier. Das ist richtig, das ist richtig. Das wird uns für immer bleiben. Ich habe damals in diesem Zelt am Südpol sehr viel über die Kelly Family erfahren, muss ich sagen. Auch Dinge, die ich so nie hören wollte, aber das machen wir. Wir hatten ein gemeinsames Zelt? Wir hatten ein gemeinsames Zelt, teilweise sogar einen gemeinsamen Schlafsack. Und es war entsetzlich kalt und ich erinnere mich an einen Moment. Naja, ich erinnere mich also an einen Kelly Moment. Style, so alle in einem Schlafsack. Nein, es war eine Notwendigkeit, jetzt, ehrlich gesagt. Ausreden. Ich finde das interessant, was jetzt kommt. War wirklich eine Notwendigkeit. Und es gab einen Moment, als wir dort in der Antarktis damals angekommen sind, werde ich nie mehr vergessen. Ich kam dort an, vollkommen gestresst und abgehetzt. Wir hatten hier Vorproduktionen und so weiter, um Zeit zu gewinnen, um rechtzeitig dort zu sein. Und kam dann, es war völlig irre, die Reise zum Südpol endete fast schon am Frankfurter Flughafen, weil es dort geschneit hatte. Das war völlig, völlig verrückt. Und dann musste ich über Amsterdam und so weiter, über Kapstadt ganz mühsam irgendwie da hinkommen, kam auf den letzten Drücker dort an und dann rein in die nächste Kiste und einfach rein wieder 6 Stunden Richtung antarktische Küste von Kapstadt aus. Und irgendwann lagen wir in diesem Zelt, draußen ein gigantischer Schneesturm. Und ich liege in diesem Schlafsack und merke, wie mir schlecht wird. Ich war einfach total übermüdet und erschöpft. Und
lauf nur noch raus in dieser dünnen Thermounterwäsche, die man da so anhat bei minus 30 Grad und kann mich gerade noch aus dem Wind drehen, weil mir sonst das, was ich von mir gegeben habe, genau entgegengekommen wäre. Ja? Ich habe einfach wirklich, ich konnte nicht mehr. Und in dem Moment, als ich der einsamste Mensch der Welt war, kam Joey aus dem Zelt rausgekrochen und sagte, geht's dir gut? Und seitdem liebe ich diesen Mann. Ja. Also, der muss dir aber richtig dreckig gegangen sein. Ja. Das war so. Markus Lanz, ne, kommt am Südpol und hat offiziell, klar, sein Leben lang Sport gemacht, aber offiziell noch nie Marathon, also angetreten. Und macht 500 Kilometer bei minus 30, 40 Grad, zieht einen Schlitten mit 80 Kilo. Wir leben mit 4 Menschen auf 4 Quadratmeter, 4,5 Wochen. Bei extremsten Bedingungen. Wir bewegen uns auf eine Ebene von 2.800 bis 3.500 Meter hoch. Das heißt, wir haben 40% weniger Sauerstoff wie auf Meeresebene. Und wir sind als Team zu viert im Ziel 90 Grad Süd, 100 Jahre nach Amazon und Scott. Markus Lanz. Ja, nein, wir alle zusammen, das war schön. Ja, war schön, war schön. Angelo, wir müssen noch kurz einmal reinschauen. Was ist das für ein Gefühl, heute Angel zu singen, wenn man dann... Es ist schön. Ich habe Jahre gehabt, da wollte ich das gar nicht singen. Und ich habe es bestimmt 10, 15 Jahre nicht gesungen. Und in den letzten Jahren habe ich eigentlich, bin erwachsen geworden. Und ich habe das Lied umarmt. Und ich weiß, dass es auch ein Teil von meinem Leben ist. Und ich singe es heute gerne. Ja, also, ja, wir hören mal rein. Herrlich. Wahnsinniger Erfolg. Erstes Konzert in der Westfalenhalle in 50 Minuten. Nee, 18 Minuten. 18 Minuten, ja. Ausverkauft. Das zweite in einer Stunde. In einer Stunde? Ja. Und das dritte? Das kam dann am Montag, war auch im Laufe des Tages raus. Unvorstellbar. Er geht jetzt europaweit auf Tournee. Genau. Wirst du dabei sein, Joey? Oder bist du jetzt beim Race Across America? Ne? Das ist ein wahnsinniges Radrennen. Die Tour ist erst im Januar bis im April und Joey ist komplett dabei. Okay. Ob er möchte oder nicht. So, sehr gut. Auf unser Stream. Aber du bist Race Across America, ja? Race Across America ist ein Radrennen, einmal quer durch die Vereinigten Staaten. Ja. Und ja, dein Sohn wird dabei sein? Ja, das stimmt. Der Luke. Wie läuft das? Ihr fahrt Tag und Nacht? Wir fahren Tag und Nacht, ja. Wir sind also im Viererteam. Ich habe das Rennen schon dreimal gemacht. Und nächste Woche geht's los. Wir fliegen nach USA, Santiago. Und dann fahren wir 4.800 Kilometer im Viererteam mit Hubert Schwarz. Und auch sein Sohn, Extremsportler. Hubert Schwarz, ja, 63 Jahre jung, hat vor 8 Wochen einen Unfall gehabt, hat sein Becken gebrochen. Und hat gesagt, nach 2 Tagen, Joey, ich schaff das. Und startet mit mir zu viert, also 2 Vätern und ihre Söhne. Und es wird ein Traum. Und es wird unfassbar, es wird hart und es wird einfach wunderschön. Ja, herrlich. Ja. Also, Masochismus nach Kelly Art. Danke euch sehr herzlich. Mein Sohn, der ist nur 6, der wird 17. Und der ist stärker wie ich. Der fährt mir da vorne. Ich komme nicht nach. Das ist Wahnsinn. Also, es ist Joey, wir unfassbar. Wir werden alle irgendwann älter. Ihr wisst, wer neben euch sitzt. Ihr wisst, wer neben euch sitzt. Sarah Willis, die wir noch mal ganz herzlich begrüßen. Und die eine...